Hallo, wir sind Daniel und Raquel von Smile at Life und ihr seid heute bei uns in der Küche. Und es ist einer der seltenen Momente, wo beide Kinder schlafen. Sehr selten, das ist eine Zufall, wenn der hier ist. Und außerdem ist Sonntagnachmittag. Oh. Party, Fiesta. Und deswegen sprechen wir heute mal wieder vor der Kamera exklusiv für euch über die Grundlagen unserer Beziehung. Und es sind da noch ein paar Sachen eingefallen. Zum Beispiel, passend zum Thema Smile at Life, dass wir auch gerne und herzlich über uns selber lachen können. Und erinnerst du dich an eine Situation, wo wir über uns selbst lachen könnten? Also ich über mich und du über dich. Und, oder du über mich oder ich über dich. Ja, das kann auch sein. Alles. Diese vier Konstellationen fallen mir ein. Okay. Und ich glaube, es ist alles wichtig. Das sind eine davon. Also du lachst oft, oder du lachst über mich. Über dich. Über mich. Was? Wenn ich meine ökofaschistischen Anwandlungen habe. Und zum Beispiel Sprossen im Bart habe oder. Ja. Wenn ich mal wieder ein bisschen über die Stränge schlage, was Ernährung angeht oder. Wenn ich einfach zu öko bin. Und ich glaube, ich kann auch über mich selber lachen. Zum Beispiel? Zum Beispiel in dem Lied. Von? Grün essen. Ich esse grün und du isst braun. Ah. Oder die Comics, die auch bald hier bei Smile at Life zu sehen sein werden. Über den ökofaschistischen Papa oder Ehemann oder Ökofaschisten im Alltag. Ökofaschisten im Alter. Genau. Und ich kann auch über dich lachen. Zum Beispiel? Du hattest eine Geschichte. Ja. Eigentlich gut. Das darfst du mal erzählen. Ich erinnere mich einmal, aber ich weiß nicht, was war das Thema so. Hier, ich bin berühmt, weil ich bin immer die sich beschwert oder sich beschwert. Sich beschwert vor alles oder sagt, ja, das geht schlecht und so. Schiebt immer die Schuld zu den anderen. Egal, dass ich weiß, dass ich auch schuld bin, aber trotzdem, ich bin immer die, sagt am Anfang, ja, so, das alles ist, läuft falsch, weil du das und das und das gemacht hast. Und einmal bin ich mit Daniel im Bett gegangen und habe ich mich angefangen zu beschweren über etwas, das ich oft mich beschwere. Ich weiß nicht, was war. Aber wahrscheinlich, dass wir keinen Sex haben. Ja, wahrscheinlich mal. Ja. Ja, das ist ein anderes Thema. Wow, du bist nicht so liebevoll. Nein, so wie, ja, wir berühren uns nicht. Wir berühren das überhaupt nicht mehr. Das ist ein Thema, die wir. Einmal werden wir uns fern aus, so die Toastmasters, aber heute nicht. Aber ja, dieses Thema kommt immer. Immer mal so wie jede X kommt die Zeit, das sage ich ja, wir haben nicht so viel Kontakt, so wir haben keine Energie füreinander und beschwere ich mich so wie wir. Und mache ich nicht. Und oft ist es so, dass Daniel fühlt sich schuldig und dann so ist einfach schweigend oder ja, er fühlt sich schuldig wahrscheinlich. Denke ich. Oder ich versuche etwas zu machen dann. No, in diesem Moment hast du etwas gemacht. So, in diesem Moment hast du etwas Gutes gemacht und hat angefangen, mich zu imitieren, nachmachen. Und, oh ja, und das passiert mir. Und mir gefällt so viel in der Welt von den Problemen und in dem Berg von den Problemen sein. Und als er das gemacht hat, habe ich das nicht übergenommen. So, es konnte auch sein. Aber in dem Moment musste ich einfach lachen, weil er kann gut imitieren, er kann gut nachmachen
Und dann musste ich mich sehen, so musste ich das Spiegel wirklich von mir und wirklich darüber lachen, so wie, ja, ich mache das immer so, so wie, oh, mir gefällt so, Opfer zu sein. Das gefällt mir auch. Opfer zu sein. Ja, ich glaube, das gefällt allen. Alle niemanden, ja. Nur wenn jemand dich reflektiert, so mit dem Spiegel und dann, so du merkst das nicht, so du denkst, du hast das Recht, dich zu beschweren wegen Sachen. Ja, die Welt ist so schlecht. Ja. Die Welt ist so schlecht und alles ist so ungerecht zu mir. Ja, deswegen geht es mir so schlecht. Und einmal, wenn jemand in dich spiegelt und dich sieht, ist dir peinlich. Bei mir war peinlich. Ja, eigentlich bin ich so, mache ich das außerdem immer. Und dann musste ich anfangen zu lachen. So ein dieser Lachenattack, die wechselt zum Weinenattack und wieder Lachenattack. So. Das habe ich nicht so oft, aber wenn man das hat und nachher ist total so wie fertig und aber gut fertig, so wie positiv fertig. Und ja, so, ich fand das so schön, dass ich über mich lachen kann. So. Ich kann das nicht immer, aber dann mache ich es so. Wie, ja, uns geht es so schlecht beim Sex und ich habe überhaupt, ich bin nicht schuld überhaupt. Und natürlich bin ich auch schuld. Die Toastmasters sind schuld. Die Toastmasters, das erzählen wir alle mal anders. Das kommt in einem anderen Video. Vorhin haben wir schon die nächste Video-Idee. Ich hoffe, wie geht es dir? Du sprichst Deutsch. Ja, ich weiß. Doch. Okay. Ja, das ist deine Taktik, wenn du jetzt irgendwas willst, dass ich das rausschneide, dann fängst du einfach an, auf Spanisch zu sprechen. Ja, das weiß. Weil dann ist es zu aufwendig, die ganzen Untertitel immer drunter zu machen. Bueno, so. Ja, wir können über uns selbst lachen, manchmal nicht, aber oft schon. Oder vielleicht nicht in die erste Minute, aber nachher können wir. Das war wirklich uns. Ach, über die Probleme lachen. Auch über die Probleme lachen. Und über die Macken vielleicht, ja, könnte man sagen. Über die Macken von uns selber, ja. Und vom anderen. Und es ist auch schön, dass man über den anderen lachen kann und der sich nicht gleich angegriffen fühlt. Ja, das klingt nicht immer, aber... Vielleicht kennst du mich mittlerweile schon so gut, dass du dann auch wirklich drüber lachen kannst, wenn ich dich nachmache. Bueno, ja. Yes. Ja, zu dem Thema. Sehr wichtig, Lachen in der Beziehung. Ja, glaube ich. Sehr, sehr wichtig. Wenn man das übernimmt, dann explodiert. Dann wirklich explodiert. So, wenn ich übernehme, dass ich schuld bin, so, dass ich mir mich beschwere, dann trenne ich mich schuld. Aber ja, Frau. Das war's für heute. Cool, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und gebt uns gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert natürlich unseren Kanal. Und besucht uns auf unserer Webseite und abonniert auch unseren Newsletter, wo es jede Woche extra frische Nachrichten und Informationen über uns gibt. Und rund ums Thema Partnerschaft und Beziehung natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Smile at life. Macht's gut.